Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind noch immer mitten im Krieg. Aber der Krieg geht gut. Hoffentlich. Schauen wir mal. Naja, was heißt hoffentlich? Er geht gut. Viel schlechter könnte, viel besser könnte eigentlich kaum noch gehen. Wir haben kaum Truppen verloren. Das Einzige, was wir an Truppen verlieren, ist durch unzureichende Versorgung der Einheiten. Aber an und für sich haben wir mehr als genug Truppen hier, die auch gut versorgt sind. Ja, Frankreich belagern wir jetzt mittlerweile. Belgien hauen wir hoffentlich bald aus dem Krieg raus. Frankreich dann als nächstes und am Schluss noch Russland, beziehungsweise vielleicht werden wir Russland, nachdem wir Belgien rausgeworfen haben, einen Frieden anbieten, den sie nicht abschlagen können. Also zum Beispiel, dass wir den Niger erobern und vielleicht noch irgendwas Kleines, was ich noch fordern werde von Frankreich, zum Beispiel das Swambesi. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Das werden wir tatsächlich noch fordern. Was würde ein Vereinigungskrieg machen? Befreien Sie die Kerngebiete unserer Kulturunion. Würde das bedeuten, dass sie mir gehören oder dass sie Deutschland kriegt? Das ist schwer zu sagen. Nein, das will ich erst gar nicht machen. Ein Platz an der Sonne. Sambesi wollen wir erobern. Das finde ich ist gut. Vor allem haben wir schon gemacht. Passt ganz gut in mein Reich dazu. Da unten noch ein roter Bömmel dazu. Rotes Bömmel dazu. Niger an die. Sambesi an uns. Das schwächt Frankreich. Nicht wirklich beträchtlich, aber doch. Deutschland kriegt Niederrhein nicht zurück. Was wir auf keinen Fall wollen. Gut. Was haben wir da? Badane. Okay, St. Louis gewonnen. Daher. Schlacht von Briansk gewonnen. Wir sind in Cayenne angekommen und gehen gleich weiter nach Maripasula. Was weiß nicht wohin. Gut. Und weiter ins Landesinnere vordringen. Und Breslau haben wir auch gewonnen. Novgorod. Gut, das sind ja nochmal 39.000. Bist du wahnsinnig? Ich fahre so freizügig mit meinen Truppen rum. Wow, das gefällt mir nicht. Sachsen. Nein, Sachsen. Und Senken. Ihr Schwammern, geht's weg da. Mhm.
wie schon gesagt, das ist unglaublich eigentlich, wo der seine Truppen hernimmt. Ich weiß nicht, wie viele 100.000 Leute ich von dem schon erledigt habe. Und noch immer kommt er mit irgendwelchen Einheiten, die 40.000 Mann stark sind, daher. Aber mittlerweile sind wir in Gebieten, wo er keine Befestigungen mehr hat. Das heißt, die wir recht schnell erobern. Yes, Gleichstrom. Pleskau. Ja, der bleibt dort und bewacht die. Okay. So, wir sind kurz vor St. Petersburg. Wir sind in Novgorod mittlerweile. Die gehen nach Novgorod, das heißt, die folgen nach Novgorod. Die ebenfalls. Wie gesagt, sehr gut, das könnte eine kurze Schlacht werden. Mit etwas Glück. Nö, der bleibt da stehen. Jansk. So. Nach Dakar. Eigentlich auch alles erobert, was zum Erobern geht. Jo, jo, der Krieg dauert nicht mehr lang, würde ich mal fast sagen. Schauen wir mal, ob die mittlerweile einstimmen. Sie will es noch immer nicht annehmen, das ist ärgerlich. Gibt's ja wohl nicht. Was müssen wir von euch noch erobern? Die zwei Gebiete da noch. Sehr wohl lächerlich. Nein, was ist die zwei? Ein Gebiet noch, das da. Das ist das letzte Gebiet, was wir von euch erobern müssen, oder was? Hm. Okay. Was sollen wir machen? Thank you.
So, wir machen jetzt die Jagd auf diesen 9000 Mann. Ja, das ist noch immer eine großartige Truppe. Gibt's ja wohl nicht. Ich dachte, er hat nur noch Bauern. Was fällt dem ein? So, Straßburg. Na dann. Weiter Richtung Metz. Und du gehst dann weiter nach Straßburg. Ah, sehr gut. Dann haben gerade die 90.000 Franzosen erledigt. Gut. Auch gut. Oh. Wow, da sind schon wieder 30.000. Na gut, aber dann habe ich hier noch die 30.000 in Reserve, wenn die angreifen sollten. Was wahrscheinlich ist irgendwie. Ansonsten hätte sie hoffentlich nicht dorthin getan. Nochmal 30.000. In den Weiten des Russischen Reiches kann es schon mal vorkommen, dass man irgendwelche Truppen vergisst. Und man sieht da voll, wir sind da total aufgedröselt. Die Front. Am Anfang haben wir das so richtig schön gemacht, dass wir möglichst knapp beieinander waren immer. Aber jetzt, dieses russische Dings ist fürchterlich. Wo geht's denn hier hin? Nach Tula und Bryansk. Wo ist denn Bryansk? Ist das da? Da. Wo ist er da hier mal? Das ist eigentlich ziemlich gefährlich, wenn man mal so aufgedröselt ist. So, ihr. Ich habe euch auch vergessen hier. Ja, jetzt da mal her. So, vielleicht sollten wir tatsächlich dann da einen abstellen. Das schaut nämlich so aus, als würde da nichts mehr passieren, um das da zu erobern. Und wenn wir das haben. Okay. Dakar haben wir auch erobert.
Suffragetten und Stimmrechtler, na sowas. Bla 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 bla. Mehr Bevölkerung zu Sozialisierung, mehr werden konservativ vorziehen. Minderheitsbewusstsein. Reaktionär wollen wir wirklich nicht haben hier. So, go to Luca. Kaulak. So, wohin geht der noch? Dittopol. Jansk. Rodino. Das war eine von den Schlachten von Napoleon in Borodino. Da ist er vorwärts gekommen, aber zu dem Zeitpunkt waren die Russen überhaupt nicht organisiert. Ach, Gebiete, schon wieder 44.000 Mann. Ich hoffe, der Krieg ist bald wirklich zu Ende. Ich habe da echt keine Lust, weiterhin Truppen von Russland zu zerstören. So, kommen wir mal her, Belgier. Was hältst du von einem Frieden? Nicht annehmen. So, habe ich dich da unten erwischt? Ja, immerhin. Nicht zu überstürzen. Please come, Mensch. Geh mal daher. So, Brücke sollte jetzt bald hinüber sein. Ah, der hat das tatsächlich überlebt. Magisch, kann ich ihm nicht einmal folgen. Wo sind Skandinavier überall hingekommen? Das gibt's ja wohl nicht. So. Ihr geht's einmal daher. Um ehrlich zu sein, mit euch will ich gar nicht mehr kämpfen. Gut, naja, bla bla bla, okay, geht's da oder her. Ein General ist verstorben, nicht gut.
Nein, da gehen wir nicht hin. Boah, das gibt's ja wohl nicht. St. Petersburg, sehr gut. Du bleibst gleich mal da und unterstützt. Oh, nur da. Ach Gott. Ach, super. Idiot. Du bist auch noch St. Petersburg. Hinterher. Ach Gott, wo ist ein Kaulak? Das ist irgendwo da, okay. Auch nach Pretoria. Gut. Wie schaut das aus? Haben wir jetzt Antwerpen endlich gewonnen? So, wir müssten da eigentlich jetzt einen Warscore von 100% haben. Ja. Fortfahren. Gut. Ist das eigentlich in meiner Einflusssphäre jetzt? Das ist eine gute Frage. Ja. Mit dir Zugang werde ich wohl akzeptieren, hoffe ich. Bist du wahnsinnig? Ist das cool? Oh, schlecht. Gut, Frankreich ist auch bald dem Ende nahe. Wir könnten Russland vorschlagen, dass wir dem Krieg ein Ende machen. Nein, können wir nicht, weil wir haben keine Diplomaten mehr. Außerdem hat irgendjemand noch irgendwas verlangt von ihnen. Irgendein Wahnsinniger. Was ist das? Spanien will Aquitanien, das ist ja wohl cool. Das ist super. So, schauen wir mal. Vielleicht haben wir dieses Dings schon den Kampf zu Ende. Sie haben eigentlich keine Chance mehr, den Krieg zu gewinnen in irgendeiner Form. Okay. Verlieren da immer noch mehr Typen. Okay. Auch gut. Ist mir eigentlich egal noch. Gut. Novgorod haben wir auch gewonnen. Fake. Na, das bleiben wir so. Wir wollen eigentlich da gar nicht mehr viel mit ihm kämpfen, um ehrlich zu sein. Wir werden dann versuchen. Lang liebe Österreich-Ungarn. Das finde ich super. Briansk, dass ich wieder erobert. Einundzwanzigster, 18. Na gut.
Bleibst du da? Du gehst dahin. Noch eine Schlacht gewonnen. Luhansk. Okay, da brauchen wir noch einen Anführer rein. Das ist gut. Warte mal. Das passt so. Okay. So, passt. Ich hoffe, ich habe bald einen Diplomaten wieder. Ohne Diplomaten ist das immer so eine Sache. Aber wir müssten eigentlich relativ viele Diplomaten kriegen. Luhansk. Da hier. Du. Da hier. Und da hier. Wie viele flüchten da? 13.000. Naja, das sollte mit einer Truppe schon machbar sein. So, stimmt. Du auch. Vitebsk. Passt. So, okay. Hier geht's zurück nach Panama. Da wäre mal. Okay.
nach Verdun. Passt. Machen wir doch nichts mehr in diesem Let's Play, weil wir haben keine Diplomaten. An für sich. Puh. Das war aber gar nicht so schön, diese Schlacht da. Seht ihr, was passiert, wenn man ein bisschen unvorsichtig wird? Passieren solche Sachen. Da rennt man dann mitten in einen Kampf, den man zwar gewinnt, aber trotzdem unter vielen Verlusten nur nach Charkow. Was haben wir da für Truppen? Auf jeden Fall zurück ein wenig. Okay, na gut. Während Frankreich ist hinüber. Und die haben jetzt auch diese 90.000 Mann, die da die ganze Zeit gestanden sind, verloren. Tja, was sollen wir dazu sagen? Belgien ist erledigt. Die werden nie wieder irgendwas machen. Die müssen jetzt. Die müssen aus den Top 16 geflogen sein. Ja, das sind 42. noch. Das ist eben kein Militär mehr. Keine Industrie, weil sie einen Haufen verloren haben in dem Krieg. Und Prestige haben sie natürlich auch einen Haufen verloren. So, wir haben das da dazu. Ah ja, Britannien haben wir schon gesagt. Tja, wir haben 0,8. Oh, sind nur noch 3 Tage. Ich glaube, das werden wir doch noch schaffen. Schauen wir mal. Go to Boroviki. Mhm. Passt. Das machen die. Auch die werden nichts mehr machen in diesem Krieg. Wallonien hätte gerne ein Bündnis. Machen wir doch glatt. Schlacht von Belozersk auch gewonnen. Modernes Design, wow. Sie gewonnen. Na dann. Und die haben auch gewonnen.
Na dann weiter da. So, schauen wir mal. Würden Sie unser Angebot annehmen? Frieden vorschlagen. Okay, wir wollen nicht die Kernprovinz. Sie würden dieses Angebot annehmen. Finde ich gut. Fortfahren. Yes. Gut. Gut, gut. Und gut, gut. Ist egal. So, meine Herrschaften, wir haben diesen Weltkrieg gewonnen. Die Welt ist etwas besser geworden, weil meine Verbündeten sind stärker und meine Feinde schwächer geworden. Und Deutschland ist nicht stärker geworden, obwohl sie in diesem Krieg mit uns verbündet waren. Sie hassen uns jetzt sicher. Wir sind stärker geworden, wir haben eine Kolonie erobert und ein wunderschönes industrialisiertes Gebiet hier in der Schweiz. Wir haben allerdings einiges auch verloren, nämlich Truppen. Truppen, 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 Truppen. Naja gut, ist nicht so schlimm. Das heilt ja wieder. So, wer relativ ungeschoren davon gekommen ist, war Russland. Die haben nur einen Haufen Truppen verloren. Herrschaften, das nächste Mal machen wir eine kurze Analyse zu diesem Krieg. Aber jetzt sage ich eine schöne gute Nacht, schlaf gut und träumt was Schönes.